jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Umso mehr Details über das Leben des Anis Amri in den letzten anderthalb Jahren bekannt werden, umso mehr staunt man. Angefangen damit, dass er als abgelehnter Asylbewerber nach einem Gefängnisaufenthalt seinen Aufenthaltsort einfach so von Italien nach Deutschland verlegte. Hier hat er sich dann 14 verschiedene Identitäten gegeben und damit auch Sozialleistungen illegal kassiert. Viele Behörden wussten viel über ihn. Sie hielten ihn für gefährlich. Sie wussten, dass er an ein nordrhein-westfälisches Salafistennetzwerk angedockt war, dass er versuchte, an Waffen zu kommen, dass er mit Dschihad prahlte, dass er ständig unterwegs war. Und doch wurde er nicht aus dem Verkehr gezogen. Am Ende verlor man ihn sogar aus den Augen, mit bekanntem Ausgang. Man habe juristisch nicht mehr tun können, erklärte der nordrhein-westfälische Innenminister heute im Landtag. Ute Waffenschmidt berichtet. Anis Amri, Tunesier, Terrorist. Als er im Sommer 2015 nach Deutschland kommt, ist er schon seit Jahren im Visier europäischer Behörden. In Deutschland fällt er bald auf als islamistischer Gefährder. Gemeldet ist Amri zunächst in dieser Einrichtung in Emmerich am Niederrhein. Deshalb ist Nordrhein-Westfalen ausländerrechtlich zuständig, auch als Amri später nach Berlin geht. Und deshalb fragt die Opposition in einer Sondersitzung, was hat NRW, hat der Innenminister falsch gemacht? Sein Prinzip ist die delegierte Verantwortung. Und als Amri in Berlin war, sah er die Berliner am Zug. Dass er aber selber zuständig geblieben ist, das will er nicht wahrhaben. Er hatte die Verantwortung und er ist dafür auch verantwortlich, wie mit Amri umgegangen wurde und was Amri tun konnte. Davon kann er sich nicht reinwaschen. Als Amri in den Weihnachtsmarkt fährt, wissen die Behörden viel über ihn, sehr viel. 14 verschiedene Identitäten benutzt er, pflegt Kontakte zum IS, er handelt mit Drogen, will Waffen kaufen, sucht im Internet nach Anleitungen zum Bombenbau, bietet sich als Selbstmordattentäter an. Das alles weiß auch Ralf Jäger, der Innenminister. Und warum passiert nichts? Jäger beruft sich auf das gemeinsame Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern, GTAZ, und dessen Einschätzung. Wie ein Mantra klingt das heute, Gefährder heißt nicht Straftäter, also Amri laufen lassen. Ein Rechtsstaat muss gerichtsfest belegen, dass jemand eine Straftat konkret plant. Die Überwachung in Berlin haben nichts ergeben. Das LKA hat 6 Monate, ein halbes Jahr lang diese Person überwacht und abgehört, hat solche Erkenntnisse nicht gewinnen können. Hat nicht den Erkenntnis gewinnen können, dass er solch eine furchtbare Tat plant. Wäre die Tat zu verhindern gewesen? Zumindest hat der Rechtsstaat viele weitere Mittel. Amris Asylantrag war abgelehnt, er war ausreisepflichtig, auch wenn sein Heimatland Tunesien wie so oft Schwierigkeiten machte. Unsere Gesetze geben schon jetzt den Behörden zahlreiche Möglichkeiten an die Hand, wie sie gegen kriminelle Ausländer, die nur noch geduldet werden, vorgehen können. Sie können sich zum Beispiel verpflichten, sich einmal die Woche bei der Polizei zu melden oder aber ein bestimmtes Bundesland nicht mehr zu verlassen. Und Sie können sie auch in Abschiebehaft nehmen, bis zu 12 Monate, bis zu ein Jahr lang. All diese Möglichkeiten gibt es schon jetzt per Gesetz. Die Behörden müssen diese Möglichkeiten nur nutzen. Anis Amri, ein Terrorist in Deutschland. Die Behörden wussten viel über ihn. Den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat das nicht verhindert. Konsequenzen mochte bislang niemand daraus ziehen. Offene Fragen, denen wir weiter nachgehen werden. Mit der Art von Trauer und Entsetzen, mit der auch Deutschland mittlerweile konfrontiert ist, hat Frankreich schon länger bittere Erfahrung. Das Land hat längst eine ganze Terrorserie hinter sich. In Paris wurde heute an den Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo erinnert. Vor 2 Jahren drangen Islamisten in die Redaktionsräume und töteten einen großen Teil der Redaktion. Ihr erklärtes Ziel, die Zeitschrift auszulöschen, haben sie allerdings nicht erreicht. Es gibt Charlie Hebdo nach wie vor. Doch die Trauer um ihre Kollegen und die ständige Angst um die eigene Sicherheit setzen allen Mitarbeitern schwer zu. Sie zahlen einen hohen Preis dafür, die Meinungs- und Pressefreiheit zu verteidigen. Wie auch die Angehörigen der Ermordeten. Aus Paris berichtet Susanne Freitag. Er liebte es, ihr Liebesbotschaften auf kleine Zettel zu schreiben. Maryse Wolanski hat einen kleinen Teil davon in ihrer Wohnung aufgehängt, zur Erinnerung an Georges. Hier, gute Nacht, Chérie. So etwas hat er mir an die Schlafzimmertür gehängt oder auf mein Kopfkissen gelegt. Das werde ich nie wieder haben. Er fehlt mir so sehr. Sie war seine Muse,
und seine große Liebe. 47 Jahre lang waren Maryse und Georges Wolanski verheiratet. Er gehörte von Anfang an zum Team von Charlie Hebdo. Am 7. Januar 2015 verließ er das Haus. Schatz, ich gehe zu Charlie, rief er ihr noch zu. Danach hat sie ihn nie wieder gesehen. Wir haben den Propheten gerächt, wir haben Charlie Hebdo getötet, riefen die Kouachi-Brüder. Sie hatten gerade 12 Menschen ermordet. Georges Wolanski war dabei. Seine Frau war in einer Sitzung, sie hatte ihr Handy ausgestellt. Im Taxi nach Hause erfuhr sie, was los war. Man hat die Redaktion trotz aller Bedrohungen nicht ausreichend geschützt, sagt sie. Man wird hoffentlich nicht jedes Jahr dieses Datum begehen, Gedenkveranstaltungen machen, so wie die, die gerade jetzt im Moment läuft. Ich nehme bewusst nicht daran teil, weil ich keine Lust habe, die Hand von Politikern zu schütteln, die viel versprochen haben und nichts halten. Wieder ein Terrorgedenktag in Frankreich. Sie haben den Anschlag überlebt und führen das Blatt heute weiter. Aber Charlie, Herausgeber Riss, hat seine Kollegen sterben sehen. Es ist schwer, damit weiterzuleben. Gedenken auch an den Terroranschlag am jüdischen Supermarkt. 4 Tote gab es hier vor 2 Jahren. Lassana Batili hatte damals mehreren Menschen das Leben gerettet und der Polizei geholfen. In der Welt, wie sie jetzt ist, ist niemand vor solchen Attentaten sicher. Man trägt das im Herzen, diese Wunden heilen nur schwer und es kann jeden treffen. In der Redaktionssitzung bei Charlie Hebdo wird gelacht, es werden böse Witze gemacht und gemalt. Diese Zeichnung ist das einzige Bild des neuen Sitzungsraums. Der Ort der Redaktion wird streng geheim gehalten. Zeichnerin Coco hat gleich nach dem Attentat auf ihre Kollegen weiter für Charlie gearbeitet. Sie steht ständig unter Polizeischutz. Es gibt Leute, die gerne für uns arbeiten würden, aber sie haben Angst, zu Charlie zu kommen. Sie haben Angst um sich, um ihre Familien, wollen nur unter Pseudonym arbeiten oder lassen es ganz. Coco übt jetzt Merkel. Seit einigen Wochen erscheint das Satireblatt auch auf Deutsch. Und die alte Devise hat überlebt: man muss über alles lachen dürfen. Dass Terror und die Angst davor das gesellschaftliche Klima verändern können, wissen auch die Asylbewerber, die in deutschen Flüchtlingsunterkünften auf ihre Verfahren warten. Darunter Flüchtlinge aus Maghreb-Staaten, die wissen, dass sie kaum eine Chance auf Asyl haben, aber darauf hoffen, dass sie trotzdem nicht abgeschoben werden. Zunehmend werden in den Bundesländern Flüchtlinge nach ihrer Herkunft in unterschiedlichen Einrichtungen untergebracht. Das soll die Organisation der Asylverfahren erleichtern. In Baden-Württemberg zum Beispiel sollen seit Ende letzten Jahres alle algerischen Asylbewerber nach Ellwangen gebracht werden. Fragt sich, wie lange sie dort bleiben sollen, wenn eine Abschiebung nicht möglich ist. Mit algerischen Flüchtlingen hatte es in Ellwangen einige Probleme gegeben. In der Kleinstadt ist man im Moment aber erstmal froh, dass die Zahl der Flüchtlinge insgesamt zurückgegangen ist. Sonja Jurschik berichtet. Ellwangen auf der Ostalb. Knapp 30.000 Menschen leben hier. Zu Hochzeiten in 2015 kamen mehr als 4.000 Flüchtlinge dazu. Heute die Erleichterung groß, dass die Zahl der Asylsuchenden kleiner geworden ist, derzeit 800. Es ist halt ruhiger, ja, und es ist angenehmer. Muss man die Angst nicht haben, dass man bestohlen wird. Also abends das Rumlümmeln hier in größeren Dingen, das sieht man jetzt so nicht mehr, ja. Sorge macht etwas, wie die Entwicklung eben weitergeht, wenn die dann länger da sind, inwieweit sie sich integriert. Integration heißt erstmal nur ein Gang in die Stadt. Ansonsten findet ihr Alltag auf dem ehemaligen Kasernengelände statt. Sinnvoller Zeitvertreib, Deutsch lernen. Mit Ehrenamtlichen wie dem ehemaligen Gymnasiallehrer. Er paukt seit 2015 unermüdlich mit immer neuen Gruppen. Erst kamen die Osteuropäer, dann die Syrer, nun sind viele Menschen aus Afrika da, bei denen er bemerkt, dass sie eine gewisse Hoffnungslosigkeit haben, nämlich was passiert mit mir? Sie sind praktisch in einem freien Raum und wissen nicht, ob sie zurück müssen, wann sie zurück müssen, ob sie da bleiben. Es kommt drinnen an. Die deutsche Willkommenskultur hat sich verändert. In den sozialen Medien bekommt man mit, dass die Stimmung nicht so gut ist. Aber hier merkt man nichts davon. In der Stadt selbst haben wir keine Probleme.
81 Menschen aus Algerien sind derzeit hier. 11 von ihnen wissen, dass sie nicht in Deutschland bleiben können. Doch bislang wurde aus Ellwangen keiner abgeschoben. Die Ungewissheit quälend. Die Leute fragen sich, wann sie hier rauskommen. Sie sind aggressiver geworden, verlieren langsam die Geduld. Problematisch sind derzeit nicht die Mengen an Flüchtlingen, sondern die Menge an Zeit, die sie hier verbringen müssen. Im längsten Fall zwischen 6 und 8, 9 oder 9 Monaten oder 10 Monaten teilweise. Solche Fälle gibt es auch, aber in der Regel derzeit zwischen 4 bis 6 Monate sind doch viele Menschen bei uns. Auch Personen aus Maghreb-Staaten, die bei uns mit der dementsprechenden negativen Perspektive sich bei uns in der Lea aufhalten müssen. Zurück in die Stadt, die es als gesellschaftliche Aufgabe sieht, die globale Herausforderung zu meistern. Erleichterung beim Oberbürgermeister über die rückläufigen Zahlen und ein Blick in die Zukunft. Es kann nicht sein, dass wir jetzt aktuell so viele Flüchtlinge aufnehmen wie in der Summe alle anderen EU-Länder. Also ich glaube, das ist auch wirklich nach wie vor ein Thema für Europa, dass die Flüchtlinge dann gleichmäßig auch auf die Länder verteilt werden. Gewöhnt haben sich die Ellwanger an die Flüchtlinge im Stadtbild. Doch sie wollen nicht, dass sie es wieder dominieren. In der Türkei hat es schon wieder einen Anschlag gegeben. Damit beginnen die Nachrichten von Heinz Wolf. Nur wenige Tage nach dem Attentat in Istanbul in der Silvesternacht gab es jetzt einen Anschlag in Izmir. Eine Autobombe detonierte vor dem Justizgebäude der Stadt. Zwei Menschen wurden getötet und mindestens 5 verletzt. Die Polizei erschoss 2 Angreifer. Nach Angaben der örtlichen Behörden deuten erste Anzeichen darauf hin, dass die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK dafür verantwortlich sein könnte. Zum ersten Mal seit der Niederschlagung des Putsches in der Türkei sind 2 hochrangige Militärs zu Gefängnisstrafen wegen des Umsturzversuchs verurteilt worden. Ein Gericht im Osten der Türkei habe die beiden Offiziere zu lebenslanger Haft verurteilt, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Und nach Angaben der Agentur hat außerdem die Staatsanwaltschaft Istanbul die Festnahme von weiteren 380 Geschäftsleuten angeordnet im Rahmen der Ermittlungen gegen die Gülen-Bewegung. Die Regierung wirft dem im US-Exil lebenden Gülen vor, Drahtzieher des versuchten Putsches im Juli zu sein. Die US-Geheimdienste haben ihre Einschätzung bekräftigt, dass Russland mit Hackerangriffen Einfluss auf die US-Wahl genommen habe. Geheimdienstdirektor Klepper sagte bei einer Befragung im Senat, zwar sei durch die Attacken auf die Demokratische Partei nicht das Ergebnis verfälscht worden, aber es gebe mittlerweile zusätzliche Beweise dafür, dass sie stattgefunden hätten. Der designierte Präsident Trump hat Zweifel an der Darstellung der Geheimdienste. Die schlimmste Sturmflut seit 10 Jahren hat an der Ostseeküste Millionen Schäden hinterlassen. Große Teile im Südosten der Insel Rügen sind betroffen. Im Ostseebad Binz wurden ganze Strandabschnitte zerstört. Auch auf Usedom gab es schwere Schäden. In Zempin haben die Wellen auf etwa 200 Metern Länge das Steilufer abgetragen. Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Umweltbundesamtes ab, die Mehrwertsteuer auf tierische Lebensmittel wie Milch und Fleisch zu erhöhen. Das Umweltbundesamt will Milch und Fleisch mit dem regulären Steuersatz von 19% belegen, statt wie bislang mit dem gemäßigten Satz von 7%. Der Grund: ihre Produktion verursacht im Vergleich zu Obst und Gemüse ein Vielfaches an Treibhausgasen. Nur wenige Medizinbereiche haben sich in den vergangenen Jahrzehnten so rasant fortentwickelt wie die sogenannte Reproduktionsmedizin. Mit den vielen schwierigen Fragen, die damit einhergehen, tut sich die deutsche Rechtsprechung jedoch schwer. Etwa, was bei einer künstlichen Befruchtung vorab diagnostiziert werden darf. Als nach langen Diskussionen der Bundestag die Präimplantationsdiagnostik unter strengen Auflagen zugelassen hatte, hoffte der Gesetzgeber, die wichtigsten Fragen damit geregelt zu haben. Doch davon kann keine Rede sein. Die Politik wird sich mit diesen Themen weiter beschäftigen müssen. Denn es gibt Gesetzeslücken, Auslegungsfragen und Widersprüchlichkeiten. So schildert Christina Kajatz den Fall eines Paares, das bei seinem Kinderwunsch eine prekäre Entscheidung treffen musste. Sie sind ein ganz normales Paar mit einem großen Wunsch. Dem Wunsch nach einem gemeinsamen Kind. Doch über dieser Hoffnung schwebt ein dunkler Schatten, eine schwere Erbkrankheit. Auch nach der Diagnose Chorea Huntington gab es keinen Zweifel. Und das war alles Versuchen, ein gesundes Kind zu bekommen.
Schon bei ihrer Hochzeit ist klar, was die Krankheit bedeutet. Die Mutter von Florian Schlesio leidet an Chorea Huntington. Ausgelöst durch einen Gendefekt gehen immer mehr Gehirnzellen zugrunde. Mit Mitte 60 ist sie ein schwerer Pflegefall und ständig auf Hilfe angewiesen. Durch einen Gentest wird klar, auch Florian trägt die Erbanlage in sich. Ein Mittel, den tödlichen Verlauf der Krankheit zu stoppen, kennt die Medizin bislang nicht. War man schon ganz schön unten, ganz schön runtergeholt, ganz schön schockiert. Und ja, aber ich muss sagen, man lebt mit der Gewissheit fast besser als mit der Ungewissheit. Mit der Gewissheit, dass Florian Schlesio schwer erkranken wird, wünschen sich die beiden ein Kind ohne die tödliche Genveränderung. Möglich ist das durch Präimplantationsdiagnostik. Ein aufwendiges Verfahren, denn die Voraussetzung ist eine künstliche Befruchtung. Danach können Genetiker untersuchen, welche Embryonen das Huntington-Gen tragen und welche nicht. Das ist ein Testsystem, was wirklich nur die Frage beantworten kann, in diesem Fall eben, liegt bei dem Embryo eine Chorea Huntington vor oder nicht. Es gibt also keine Zusatzbefunde oder andere Befunde, die wir eben im Rahmen dieser speziellen Testung sehen können. Lange wurde über die Präimplantationsdiagnostik in Deutschland erbittert gestritten. Kritiker sprechen von Selektion. Noch immer ist die Genuntersuchung deshalb nur unter strikten Auflagen möglich. Mehrfach müssen sich die Paare beraten lassen. Dann prüft eine Ethikkommission jeden einzelnen Fall. So entstehen Kosten von rund 20.000 Euro. Die muss das Paar allein tragen. Für viele unbezahlbar. Ihnen bleibt eine Schwangerschaft auf Probe. Das bedeutet, das Paar versucht spontan durch Geschlechtsverkehr schwanger zu werden, kann dann eine Pränataldiagnostik in Anspruch nehmen und, wenn das Kind erkrankt ist, kann dann auch finanziert durch die gesetzlichen Versicherungen einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen. Das ist das, was wir die Schwangerschaft auf Probe nennen. Das ist aber natürlich das, was aus unserer Sicht ethisch problematischer ist, weitaus problematischer als die Präimplantationsdiagnostik und natürlich aus Sicht der Paare eine Katastrophe. Eine Untersuchung des Ungeborenen im Mutterleib und dann womöglich eine Abtreibung. Christine und Florian Schlesio wollten das nicht. Sie nahmen alle Kosten auf sich. Monatelang haben sie auf diesen Tag gewartet. Endlich kann ein Embryo in die Gebärmutter eingesetzt werden. Von uns beiden lebt ein Stück weiter auch an der Stelle. Ja, das ist für mich so die große Gewissheit und die, dass ich irgendwann nicht allein bin. Ja, muss ich auch sagen. Ja, dass immer ein Stück von ihm bleibt. Ihre Hoffnung auf ein gesundes Kind wächst nun mit jedem Tag. Die Gesellschaft aber muss die Frage beantworten, ob die vielen Hindernisse auf diesem Weg zum Wunschkind zu rechtfertigen sind. Dass sich Konzerne wie Facebook und Apple schwer damit tun, zu begründen, nach welchen Kriterien sie Einträge bzw. Apps zulassen oder nicht, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Nun erhebt die New York Times schwere Vorwürfe gegen Apple. Es geht um die Nachrichten-App der New York Times in China. Apple hat dort offenbar dem Drängen staatlicher Zensoren nachgegeben. Die New York Times teilte mit, dass ihre Nachrichten-App seit Ende Dezember nicht mehr im chinesischen App Store zu finden sei. Malrei Haller, worum geht's da? Naja, chinesische Medien werden streng kontrolliert, viele ausländische Internetauftritte gesperrt. Und die New York Times hat schon seit Jahren Probleme mit den chinesischen Behörden. Aber über Apple konnten sie jetzt, diese Behörden, die letzte Verbindung zu chinesischen New York Times-Lesern kappen. Apple hat die App entfernt mit der Begründung, sie verstoße gegen lokale Regularien. Die Webseite der New York Times wird schon seit 4 Jahren geblockt. Damals hatte die Zeitung kritisch über das große Familienvermögen von Chinas Ex-Premier Wen Jiabao berichtet. Die Times ist kein Einzelfall. Die chinesische Zensurbehörde sperrt auch die Internetangebote von Reuters, der Deutschen Welle und des Wall Street Journal. Blockiert werden auch soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und Google-Dienste. Apple bringt sich mit der Sperrung der New York Times-App in eine schwierige Lage. Der Konzern setzt sich dem Vorwurf aus, westliches Verständnis von Pressefreiheit für wirtschaftliche Interessen
Interessen über Bord zu werfen. Denn abgesehen von den USA ist kein Markt für Apple so wichtig wie die Volksrepublik. Am Aktienmarkt ist die Luft raus. Der DAX schließt unverändert knapp unter 11.600 Punkten. Die Rallye der vergangenen Wochen ist in Stocken geraten. Valerie Haller, vielen Dank. Der Schweizer Schauspieler Klaus Wildbold ist gestorben im Alter von 79 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. Als Moderator der ARD-Show Schnickschnack erlangte er erste Bekanntheit. Später spielte er in vielen großen TV-Produktionen mit, wie Schwarzwaldklinik, Derrick, Bergdoktor und Traumschiff. Zum Sport, da gab es beim Rodelwettbewerb am Königssee für die deutsche Mannschaft zwei EM-Titel. Bei den Doppelsitzern gewannen Tobias Wendl und Tobias Arlt und bei den Damen wurde Nathalie Geisenberger Europameisterin. Auf diesem Weg ist Nathalie Geisenberger noch nie Europameisterin geworden. Im Aufwärmraum erfährt sie, dass der Wettkampf am Königssee im zweiten Lauf wegen schlechter Sicht abgebrochen wird. Ja, es ist schon schöner, wenn man ins Ziel kommt und man sieht die Eins und dann kann man das Flair auch, denke ich, besser genießen, als wenn man sich oben gerade umzieht und das heißt auf einmal, hey, du hast gewonnen. Aber es zählt der erste Durchgang und in diesem war die Olympiasiegerin die schnellste. Titelverteidigerin Tatjana Hüfner wird hinter der Russin Tatjana Ivanova Dritte. Die deutschen Doppelsitzer feiern einen Dreifacherfolg. Bei zuvor stabilen Wetterbedingungen holen sich Tobias Wendl und Tobias Arlt den Sieg auf ihrer Heimbahn. In der Qualifikation für das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen haben die Skispringer des deutschen Teams einen starken Eindruck hinterlassen. Allen voran Andreas Wellinger, der die Qualifikation gewonnen hat und das mit Schanzenrekord. Das ZDF überträgt das abschließende Springen morgen Nachmittag. Und auch davor ist schon Wintersport im Programm ab 12.55 Uhr. Und noch ein erfreuliches Ergebnis aus deutscher Sicht. Platz 2 für Felix Neureuther beim Slalom in Zagreb. Nach dem ersten Durchgang lag er noch auf Rang 8. Im zweiten Lauf gelang ihm dann eine erfolgreiche Aufholjagd. Noch schneller war der Südtiroler Manfred Mölk, der mit einem großen Vorsprung von 72 Hundertsteln gewann. Manchmal fragt man sich ja, wie wohl das Straßenbild der Zukunft aussehen wird. Auf der Fahrbahn nur noch selbstfahrende Autos, darüber schweben Drohnen, behängt mit Paketen und auf dem Bürgersteig kurven Roboter um die Fußgänger herum oder umgekehrt Fußgänger weichen Robotern aus. Im technikaffinen Estland sind Roboterboten bereits Realität. Das kleine baltische Land hoch im Norden probiert gerne Neues aus. Die Entwickler setzen auf Kosteneinsparung und würden die Roboter auch gern nach Deutschland exportieren. Viele Fragen sind da allerdings noch ungeklärt. Auf deutschen Bürgersteigen sind solche unbemannten Fahrzeuge nur ausnahmsweise zugelassen. Problematisch auch der Datenschutz, denn diese Selbstfahrer sind mit Kameras ausgestattet, um Diebe abzuschrecken. Sie filmen also eifrig alles Mögliche im öffentlichen Raum und funken es an eine private Firma. Wie ein solcher Roboter aussieht und funktioniert, das zeigt Nathalie Steger. Dahin geht die Reise. Das Liefermodell der Zukunft. In Tallinn fährt es bereits. Im technikverrückten Estland wundert sich kaum noch jemand, wenn der Pizzabote so aussieht. Obacht bei Hindernissen und immer schön die Verkehrsregeln einhalten. Allmählich kommen die Roboter im Alltag der Esten an. Wenn die Leute einen Roboter sehen, der funktioniert und Teil ihres täglichen Lebens ist, nennen sie ihn irgendwann nicht mehr Roboter. Sie nennen ihn dann zum Beispiel Spülmaschine, aber eigentlich ist es ein Roboter. Oder die Mikrowelle, auch ein Roboter. In jedem Roboter ist eine Kamera eingebaut, in der Firma wird die Fahrt überwacht. Und so funktioniert die Essensauslieferung. Per App bestellt der Kunde und das landet dann im angewählten Restaurant. Die Kunden sind sehr interessiert. Einige bitten uns sogar extra darum, dass wir mit einem Roboter ausliefern. Die Lieferung per Maschine kostet 3,50 Euro, genauso viel wie wenn ein echter Bote kommt. Über die App weiß der Kunde, wann das Essen ankommt. Dank Sensoren bleibt der Roboter höflich stehen bei Hindernissen. Auch an roten Ampeln und an grünen, die kann er noch nicht. Ein Mitarbeiter in der Zentrale muss per Klick das Go geben. Was aber passiert mit den klassischen Lieferdiensten? Wir ersetzen keine Menschen. Unsere Roboter sind eine Ergänzung. Die Zahl der Menschen bei den Lieferdiensten wird nicht runtergehen. Das Geschäftsfeld explodiert doch gerade. Die Menschen bestellen immer mehr online. Die Esten also wieder. Sie haben Skype erfunden, gewählt wird online. Kinder haben das Schulfach Programmieren.
Das kleine Land ist zum digitalen Wunderkind Europas geworden. Wir sind auch im öffentlichen Bereich online organisiert, etwa bei der Steuererklärung. Genauso im privaten Sektor wie Banken und Telekom. Das bringt unsere digitale Gesellschaft voran, was die Esten einfach lieben. Huhn mit Polenta, warm gehalten, steht vor der Tür von Bauunternehmer Peter. Er und sein Kumpel haben zum ersten Mal bestellt und sicher nicht zum letzten Mal. Ein richtiger Este muss immer die neueste Technologie der Welt haben. Der Roboter kommt an bei den Esten und dass er auch gut am Ziel ankommt, dafür sorgt also die Kameraüberwachung. Sollte er wirklich mal durchdrehen, gibt's in der Zentrale den Notfall-Ausknopf. Ja, in anderen Ländern lassen sich interessante Dinge erleben und deshalb geht es jetzt auch gleich mit dem zweiten Teil der Reportagereihe Streetfood weiter. Gestern ging es quer durch Asien, heute folgt eine kulinarische Reise durch Nord- und Südamerika. Die Küchenzutaten mögen dort etwas weniger exotisch sein. Die Erkenntnisse über Land und Leute sind aber genauso überraschend. Und um 1 Uhr gibt es dann heute Plus mit Eva-Maria Lemke. Und wir melden uns dann morgen wieder, dann aber erst um 22.40 Uhr. Bis dahin, auf Wiedersehen. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Sturmtief Axel verliert nun zunehmend an Einfluss, führt auf seiner Westseite aber bitterkalte Luftmassen zu uns, die über Deutschland dann unter Hochdruckeinfluss geraten. Von Norden her kommt diese kalte Luft und sie breitet sich aus bis ans Mittelmeer, sodass morgen vor allem in Osteuropa schon richtig kalte Temperaturen herrschen, teils um minus 15 Grad. Auch uns steht eine eisige Nacht bevor. Über Schnee, da wird es teils minus 20 Grad kalt. Und selbst am mildesten Ort an der Nordsee, da sind es immer noch minus 5 Grad. Denn verbreitet klart es in der Nacht auf und landesweit kann es dann noch glatt werden. Vor allem ist das in den östlichen Mittelgebirgen und den Alpen der Fall, denn da schneit es wie schon den ganzen Tag auch weiter. Bis morgen lässt das allerdings nach und dann steht uns teils ein richtig sonniger Tag bevor. Die Temperaturen dazu, die bewegen sich allerdings durchweg im dauerfrostigen Bereich. In Tal- und Muldenlagen, da gibt es nicht mehr als minus 11 Grad. Im Westen sind es immerhin 0 Grad. Tja, und der Nacht auf Samstag, da wird es dann richtig klirrend. Vor allem im Südosten mit minus 23 Grad am Alpenrand. Zwar bildet sich später etwas Nebel, insgesamt ist es in der Nacht aber ruhig, außer im Nordwesten. Denn bei minus 4 Grad kommt hier zwischen Emsland und Schleswig-Holstein etwas Schnee und Regen auf. Und der wird dann direkt gefrieren. Die Glättegefahr gilt auch dann noch für den Samstag. Von Nordwesten her wird es dann aber relativ gesehen auch schon wieder milder. Und damit auf Wiedersehen.